und. Ich höre mich an wie eine Seerobbe. Got a bitch from the N.O., never tell me N.O. Fucking in the hills, tomato, paper, incidentals. Got a chick in the shy, never act shy. She love me cause I'm from B.E.K.N.Y. Got this chick in the bay, never do she play. She suck and fuck a nigga out in broad day. Ich bin's wieder, euer HTLL, und heute fahren wir zu Burger King und testen den Double Cheeseburger Speck XXL. So soll der Burger aussehen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ihr bekommt von mir noch kurz die Nährwerte. Wir haben pro 100 Gramm 919 Kalorien, also ist wirklich wieder eine Bombe. Wir sehen uns gleich nach dem Burgerkauf. Und wir sind wieder zurück. Diesmal bin ich reingegangen, ich hatte keinen Bock auf Drive-In. Wie immer, es kommt in einer ganz normalen Burger King-Tüte. Zuallererst der Preis. Nährwerte habe ich euch ja schon genannt. Der Preis für den Double Cheeseburger Speck XXL ist 5,49. Man kann es einfach überhaupt nicht erkennen. Ich denke, wir lassen es einfach sein, mit der Rechnung zeigen. Auf jeden Fall 5,49. Und ich würde sagen, ich hole ihn mal raus. Das ist er. Von der Größe her geht eigentlich. Das ist schon ein richtiges Drum. Also größer als der normale Double Cheeseburger. Der übrigens nur 2,50 Euro kostet. Also weniger als die Hälfte. Ich packe ihn mal aus und dann kriegt ihr eine Closer View von mir. Und so sieht er aus, das ist der erste Eindruck. Also was mir direkt ins Auge fällt, das Burgerbrötchen hat einen extrem großen Durchmesser im Vergleich zu den normalen Cheeseburgern. Und dann schauen wir doch mal, was wir drauf haben. Haben wir genug Bacon hier? Also ich würde sagen, schon. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und ich glaube, da ist noch eine 6 Scheiben Bacon. Wir haben einige Gewürzgurken, wir haben genug Käse und unter dem Fleisch nochmal Käse. Was mich interessiert, was haben wir ganz unten vom unter dem Fleisch? Rein gar nichts. Ich denke, das war die Nahaufnahme. Kommen wir zum Geschmackstest. Also wie ihr sehen könnt, der Double Cheeseburger Speck XXL ist ein Drum. Er kann auf jeden Fall mit dem Big King XXL konkurrieren und dem Double Whopper. Ich würde sagen, probieren wir es mal. Ich stehe direkt auf dem Parkplatz, also der Burger ist auf jeden Fall noch warm. Und der Bacon dominiert. Wir haben so eine leichte Bacon-Note, das salzige, würzige Aroma. Ist richtig geil. Was man extrem rausschmeckt, sind die Gewürzgurken und wir haben einen extrem hohen Senfanteil hier. Wir haben nicht dieses Tomatige, bei den normalen Cheeseburgern dominiert immer das Tomatige. Hier dominiert ganz klar der Senf, aber ich mag die Kombination und wir haben richtig viel Fleisch. Ich zeige euch das eben mal. Also richtig viel Fleisch, Gewürzgurken, Ketchup, Käse, alles was man will. Oh! Also einen erhöhten Cholesterinspiegel macht er mir auf jeden Fall. Was vielleicht noch geil wäre, wäre eine Tomatenscheibe. Aber es ist schon wirklich arg beladen. Ich würde sagen, ich esse den Burger und danach kriegt ihr eine kleine Zusammenfassung. Und das war's, der Burger ist gegessen. Kommen wir zu meinem Fazit. Wie hat der Burger geschmeckt? Zuallererst, Senf überwiegt ein bisschen auf dem Burger. Dadurch geht die Süße des Ketchup verloren. Das Fleisch war nicht zu trocken, es war auf jeden Fall warm. Ich denke, es verhält sich wie bei allen Burgern. Genießt sie gleich, dann sind sie besser. Es war eine geile Kombination von den Gewürzgurken, dem leicht senfigen Aroma, dem vielen Fleisch und natürlich dem Bacon Flavor, welches auch einen extrem starken Anteil an der Note hatte. Hier muss ich sagen, der Bacon ist auf jeden Fall nicht zu kurz gekommen und der Burger hat es verdient, als Speck King in die Geschichte von Burger King einzugehen. Und damit gibt es von mir einen Daumen nach oben. Ich würde mir den Burger jederzeit wieder so kaufen. Der Burger ist allen in allem sehr groß und deswegen sind 5,49 auf jeden Fall berechtigt. Habt ihr gut gemacht, Burger King. Der Burger ist sehr, sehr lecker. Das war meine Review vom Double Cheeseburger Speck King
XXL und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich teste im Auto Fast Food und ihr bekommt noch ein bisschen Straßenromantik und damit sind wir raus. Bye, bye. Yeah, it's no debate. Yeah, I fornicate with foreign hoes that I date like every day. Mm-hmm. Hey, yeah, I rock the Wrath. Yeah, I bought the Wraith. Yeah, I'm out of state. Yeah, I like the race. Yeah, I'm, yeah, I'm, yeah, I'm, yeah.